Hey ihr Leute mit geheimem Kellerbunker, ich bin der Bruger und ihr seht hier Our Secret Below. Ist ein Escape Room Horrorspiel, ja, ist schon ein bisschen älter, ich weiß, aber ich habe es jetzt erst gesehen, dass ich es noch hatte, den Key. Ja, und deswegen spiele ich das mal. Und nicht zuletzt spiele ich das für meine lieben Kanalunterstützer, die da wären For You, Ani1407, Bienchen Maya, Capsule, Daiju, iTobi1337, Encore90, Erasion Kurane, Finnegan Augiron, Graf Siro, Caruso, Leon der Meddler, Lodesh Luna, LTC Delta 216, Mekirin DLCT, Mr. Numdos, Dico L, Nixta, Patrick K, Rex Beast, Romana Sonntag, Rufus Platus, Sebastian HH, Simon K, Sora Damin, The Phoenix, Thomas L, True Chaos und TWD Mr. Wayne. Vielen lieben Dank an euch und alle anderen, die mich unterstützen mit einem monatlichen Obolus in dieser schwierigen Zeit. Im Sommer ist ja halt immer ein bisschen Plaute angeblich, was die Spiele angeht, aber ja, auf YouTube kommt halt werbetechnisch nicht so viel. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr meinen Kanal am Laufen haltet. Das ist richtig, eine richtig große Unterstützung. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit diesem schönen Video. Oder erstmal schönes Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein schönes Video wird. Oh my God! Oh God! I'm sorry I have to keep doing this. Oh, I love you so much. Don't you see that? I have to keep doing this. Who the fuck are you? Get away from me! It hurts me so much to hear you say that. If you don't love me, I have no choice. I know you aren't her. I'm not stupid. I'm not stupid. But you will learn to love me, and if you won't, the next one will, and I have no use for you. You have gone way too far. I knew you were up to some strange shit down here, but nothing like this! I don't need any judgment from you! You brought yourself into this! I only helped you to make sure I didn't get screwed over once I knew you were up to something. This is gonna land us both in deep shit. This has to stop now! She cannot leave! She's not leaving! Okay? None have ever left. Jesus Christ, there's been others! Nothing is going to happen to you! She has 4 hours for everything to finish, and then she's gone. Now, you're going to get out of my face, leave my house, and not speak to me about this again. Are we clear? You're a goddamn psychopath. Wait! Wait, oh God! Help me! What the? There has to be some way out of here. Oha, das ist ziemlich krank. Anscheinend hat er seine Frau verloren oder seine Freundin und... Was war das denn? Jetzt sind wir der Ersatz dafür. Aha. Es ist übrigens auf Deutsch. Ja, es ist wirklich auf Deutsch. Ich bin nicht das einzige Mädchen, die er hierher gebracht hat. Er ist besessen und wird mich töten. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist hoffen, dass ich hier rauskomme, um die Polizei zu rufen und dass hoffentlich das hier niemals jemand lesen wird. Ich habe es aus der Zelle geschafft und wenn ich etwas finde... Schritte, Schalttafel, Knöpfe, was? Schnelle Pieps, Bewegungsmelder klicken auf. Oh nein! Ja, ich habe es aus der Zelle geschafft und wenn ich etwas finde, was dir helfen könnte, werde ich es für dich verstecken. Ich kann ihn dort oben hören. Wenn ich etwas finde, werde ich es hinter dem losen Stein in der Wand verstecken. Ich hoffe, du fühlst dich weniger alleine, als ich es tue. Oh ja, ab geht zur Polizei und sorge dafür, dass dieses Arschloch keinem mehr etwas zuleide tun kann. Okay, kann ich die mitnehmen? Nee, die lasse ich mal liegen. Loser Stein in der Wand. Ein Bolzenschneider. Okay. Sehr gut, sie macht das alles automatisch schon. Also sehr auffälliges Tagebuch, oder? Open, close, okay. Denke immer an dich. Ich sehe dich überall. Wenn ich alleine morgens aufwache, wenn ich mich anziehe, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich schaue dich bei jeder sich bietenden Gelegenheit an. Doch es tut weh. Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn. Ich möchte dich bei mir haben. Ich brauche dich. Dein Geruch, dein Haar, deine Kleider, alles von dir will ich haben.
Ich hasse dich, verdammt! Ich liebe dich so sehr! Tut mir leid, nein, wirklich, es tut mir so leid. Ich wollte nicht so sein, ich wollte noch nie so sein. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich noch ohne dich sein kann. Du verfolgst mich jede Sekunde, in jedem Augenblick des Tages. Okay, der ist ein bisschen besessen von ihr, glaube ich. Liebe mich, verdammt! Bitte liebe mich einfach! Es interessiert mich nicht mal, wer du wirklich bist. Okay, deswegen hat er auch gesagt, dann ist halt die Nächste, die ihn liebt. Lange stand ich da und schaute einen Pfad hinunter, soweit ich konnte, und nun einen anderen, mit dem Bedauern, dass ich nicht beide gehen kann. Mit Reue ging ich dahin, wohin die meisten zuvor gekommen waren, und jetzt gehe ich mit vielen mit, um nie wieder auf die Straße zurückzukehren, die weniger begangen wurde. Hä? Doch ich bin Gott unter den Reisenden und drücke mich zurück durch die Menge. Mit aller Kraft werde ich wieder den Weg gehen oder begehen, den wenige begangen haben. Du wirst mein sein. Es ist mir egal, wie viele ich zerstören werde. Ich rede mit dir, Nia. Verstehst du? Verstehst du es? Oh, jetzt habe ich es so gemacht. Ist es eben aufgetaucht, der gelbe Streifen? Oder habe ich mich gerade verguckt? Oh, es geht noch weiter. Eieiei, viel zu lesen. Das Schloss ist wieder kaputt und ich werde es nicht bekommen können. Ich werde nicht bekommen können, was ich brauche, um es zu reparieren. Um alles zu umgehen, muss ich diese dummen kleinen Überbrückungskarten finden, was nicht ideal ist. Früher hatte ich eine Tonne von diesen Dingern, aber wer weiß, wo die gelandet sind. Dieser Ort ist ein Chaos. Ich glaube nicht, dass er in diese... Was? Hat jemand Nia gesagt? Ich glaube nicht, dass er in diese Zeilen mehr schreibt. Daher hoffe ich, dass dies hier sicher ist. Ich glaube, der einzige Ausweg führt durch den Seitenraum. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde nicht nach oben gehen. Es ist zu riskant. Ich will es einfach nicht. Ich habe etwas gehört. Hast du das gehört? Das ist der rote Zettel. Ich glaube, dass ich mich an eine Karte in der Schließkassette erinnern kann, doch der Code muss entschlüsselt werden. Und das Ding dafür ist auch hier unten irgendwo verloren gegangen. Das ist echt nicht die Scheiße, mit der ich mich im Moment beschäftigen möchte. Nia, 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 Davis, Davis, David, Nia, Nia, ich liebe dich. Oh Gott. Ja, okay. Ist er Davis? War denn noch alles hier? Was denn? Das Ding wie auf, was steht da? Irgendwas Henbox? Ich kann es nicht genau lesen. Oh, was haben wir hier? Oh. Eine Schließkassette mit einem Code auf der Oberseite. Warte, ich hab mir vorsorglich... Warte mal. Schließkassette. 937 war es. 825. Okay. Ja, ich bin ja altmodisch. Ich habe mir natürlich wieder Zettel und Stift beiseite gelegt. So eine Art Strichcode da oben drauf. Okay, das ist einfach nur Kram. Schwede, der gelbe Strich, der ist echt gerade erst aufgetaucht. Oh, was ist das? Block und Bleistift. Anmerkungen übrig 3. Kann ich mir selber Anmerkungen machen? Warte mal. Habe ich doch mal ins Inventar? Ich habe keine Ahnung. Lockt. Lackt. Oh, schon wieder lesen. Das Team war damit einverstanden, alle zusätzlichen Sicherheits... Was? Als zusätzlichen Sicherheitsschritt die Möglichkeit bereitzustellen, Einträge außerhalb des sichtbaren Verzeichnisses zu dokumentieren. Daher konnte ich einige Änderungen am System ändern, machen wahrscheinlich. Das System wurde aktualisiert, um unsichtbare Einträge zu erlauben. Sicherstellen, dass ich dem Team eine Erinnerung mit neuen Befehlen und Verhaltensweisen sende. /help, ja, um eine Liste von Befehlen zu sehen. Eine List, ja. Hier, um das Verzeichnis zu sehen. Back, um sich die letzten Seiten anzuschauen. Alle anderen ungelisteten Einträge müssen manuell eingetragen werden. Der Benutzer muss den direkten Seitennamen kennen. Füge Beispiel für die Daten, für die Dateianzeige im System /help hinzu. Okay, okay, es wird gerade interessant hier. Da sieht, wenn ich so Skizzen sehe, dann werde ich gleich ganz aufmerksam. Projektleiter möchte, dass die internen Tags weiterhin in der Verzeichnisansicht angezeigt werden. Daher muss ich sicherstellen, dass das Team weiß, dass sie den internen Tag nicht eingeben müssen, um zur Seite zu gelangen, sondern nur den Namen der Hauptseite. Hauptseitenname, interner Tag. Charles erzählen, er soll auf das neue Repo-System umsteigen, um größere Dateien zu unterstützen. Entscheidungsbäume stoßen auf ein Overflow-Problem.
Nummer 907DT23. Aha. Auftrag für mehr Kaffee erstellen. Zufallseingabeblock für eine Sicherheitsbrücke mit hoher Priorität. M-Node sollte über das Zugriffsterminal verbunden sein. Nia! Nia, schau hier rüber! Ich habe was für dich gefunden! Zugriffsseite Endblock. Okay. Jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Ah! Bin verwirrt. Okay. Errorliste von Charles. Gut. Ja, alles nichts hier. Was? Okay, Computer, lasse ich erstmal die Finger von. Vorerst. Sei bei mir. Ich werde dich finden, meine Geliebte. Eieieiei. Sieht ein bisschen aus wie Halle Berry auf manchen Bildern. Ist ja echt besessen von der Frau. Ist das hier wichtig? Nee. Nia Sleep, 11.30 Uhr bis 7 Uhr. Eieieiei, der hat sogar ihre Schlafzeit aufgeschrieben. Benötigt einen Schlüssel. Ein Weltraumbär. Space Bear. Ach, den kann ich mitnehmen. Inventar ist Escape. Ah, und ich kann ihn droppen. Okay. Was war denn hier? Oh, seht mal die Umlaute. Aber es ist immerhin in Deutsch. Das finde ich total cool. Hey, mein Freund. Es sieht wohl so aus, als müsste ich dich wieder nerven. So einfach entkommst du mir nicht. Die Projektleiter haben sich dafür entschieden, dass ich dir helfen soll. Sie denken, da wir uns schon kennen, dass wir gut zusammenpassen. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht wirklich begeistert von den Lebensumständen, die du mir geschildert hast. Klingt ziemlich abgelegen. Ich möchte nicht wirklich von zu Hause weg, aber das Geld für die Arbeit außerhalb des Unternehmens ist zu gut, um es auszuschlagen. Das Zweite, was mir bei der Entscheidung half, war, dass ich wenigstens noch ein freundliches Gesicht sehe. Also, mach dich schon mal auf meine Musik bereit, die ich mit... Wie auch immer. Du brauchst nicht zurückzuschreiben. Wir werden uns sowieso bald sehen, ob du willst oder nicht. Charles. War das der Typ, der eben im Haus war? Ja. Okay, also Schlüssel brauchen wir. Oh, und da ist dieses... Haben wir doch schon gesehen, dieses Band. Scheiße, was ist das denn? Oben sind... drei Schlüssel und hier Reset Zone 1, 2, 3. Bewegungsmelder Zone 3 steht drauf. Ah. Gefällt mir gar nicht. Schrauben, Bolzen, Nuts, also Muttern und ja, keine Ahnung. Okay, das ist hier so ein... Okay, krass. Das ist... Also ich kann wahrscheinlich die einzelnen Elemente drehen hier. Ja. Und da kann ich dann noch die einzelnen... Sequenzen... Keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch alles? Oh, was ist das? Ein Spaten! Den nehme ich dann mit. Vorschlaghammer. Ich würde mir irgendwas nehmen, um mich zu bewaffnen und dem Typ dann eine überzuziehen, wenn er nochmal hier reinkommt. Alte Sprühfarbe. Interior, Exterior Paint, okay. Doesn't really fix anything. Das kann ich wirklich was reparieren. Haha! WD-41, dieses Schmiermittel. Kennt ihr das Meme, dass man mit dem Ding und, also mit diesem Sprühmittel da, mit diesem Schmiermittel und Klebeband alles reparieren kann? Sprühfarbe. Mr. Color Spraypad. Mr. Pink! Das ist doch eine Anspielung auf Reservoir Dogs, oder? Ist klar, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Aus wie eine Art Behälter. Eieieiei. Das werde ich mir auch später. Eine Sonne. Eine Kopflampe. Ja, ich habe Licht. Wie gut. Epoxid. Epoxidharz. Das kann man. Also, damit will ich übrigens auch die Babyschüchen von meiner Tochter eingießen in so eine Kugel. Und die dann mit so einer Drechselbank zu so einer Kugel machen lassen. Und dann feinpolieren, dass es so eine glänzende. Also, so eine durchsichtige Kugel wird. Ja, ich weiß. Hört sich komisch an, aber ich habe da schon was im Kopf. Das sieht super aus am Ende, glaubt mir das. Hieb? Okay. Easy von Brian. Isai. Danke. Isai, was ist denn das für ein Name? Warum hat es eben Piep gemacht? Oh nein.
Heißt das, er... Oh Gott, weißt du jetzt, dass ich hier bin? Noch ein Weltraumbär. Nehme ich mal mit. Oh nein, 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 nein. Habe ich jetzt verraten, dass ich hier bin? Was ist das? Eine Karte, eine besondere Karte einer besonderen Person. Jelly Jelly Ham. Eine wunderbare Person, die seit einer langen Zeit schon hier war. Cool Kids Club Card. Chairman Ryan? Okay, hä? Oh, Bewegungsmeldezone 2 steht drauf. Ach Mann, ey, weißt du jetzt, dass ich hier bin? Also, dass ich hier im Raum bin und nicht in meiner Zelle? Das ist ein Auth-Check, Input, Output. Ich will mich halt erstmal umsehen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Die Tür versuche ich lieber nicht. Wenn er das mitkriegt, dann bin ich bestimmt tot. Es gibt ja mehrere Endings. Ich will auf jeden Fall alle zeigen. Alte Sprühdose, okay, die ist uralt. Mehr was vom Label. Okay, was ist das denn? Eine kleine Rakete aus Plastiksteinen, William. Okay. Das ist wie Spitze, wie eine Gabel oder sowas. Merk mir das mal, dass es mal hier liegt. Vielleicht brauche ich das irgendwann noch. Was ist das? Gernlock, es fehlt ein Stück. Oh, ich kann die Platte spielen lassen. Mr. Sleeve. Record Protection. Haben wir hier. My Ragamuffin Blues. Oh, Tammy Mitchell's Down at the Courthouse Blues. Don't you put that evil on me. Snake, Water, River, Devil's got me down. Now that's what I believe to be music. The Roaring Twenties. Okay. Alles Blues, Blues, Blues. Ja, uralte Musik. Clara, calm water. Okay. Drink that milk. Don't let the man back in. My love done died. Sweet marzipan. Red on the doorstep. Und so weiter. Seltsam. Oh. Eine Uhr. Die Zeit läuft davon. Er hat ja gesagt, wir haben 4 Stunden. Haben wir wirklich nur 4 Stunden? Aber wenn das jetzt in-game, also wenn das echt Zeit ist, dann... Locker. Da bin ich ja 5-mal weggekommen wahrscheinlich. Nee, Spaß. Ich weiß es nicht. Ein gerahmtes Bild. Oh, Hündchen. Bitte was? Mein Inventar ist voll? Kann ich nur 4 Gegenstände tragen? Der ist jetzt auch hier. Der. Okay, dann lege ich mal die... Leg die einfach mal ab. Die werde ich erstmal nicht brauchen, die Weltraumbären. Space Bears. Okay, wir haben den Schlüssel. Warte mal. Wir gleich mal ausprobieren. Wir haben nämlich einmal hier die Möglichkeit. Oder... Nee, warten. Klackt das jedes Mal so? Macht mir ein bisschen Angst. Nee, wir hatten nur den einen Schlüssel, oder? Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall eine Person im Stuhl und da hängt noch eine Hand runter. Oh nein. Können wir den irgendwie... Ich glaube, wir benutzen das automatisch, ja? Okay. Ne, hier hatten wir noch. Ja! Was? Eyeglass Motion Systems. Ein Schlüssel mit einer Gravur. Eyeglass Motion Systems. Das ist doch bestimmt der Schlüssel für diese Lock-Dings da. Oh nein! Stimmt, da hatten wir auch noch 3 Schlüssel. Hier. Oh nein, Bewegungssensor Zone 2. Scheiße, der weiß bestimmt, dass ich jetzt schon so oft hier rumgelaufen bin. Fehlt ein Stück. Die Vorderseite öffnet sich nicht. Aber wie kann ich das denn benutzen jetzt hier, das Teil? Eyeglass. Ich glaube doch nicht, dass es dafür ist. Handeln. Ganz ehrlich, irgendwas würde ich mir schnappen und dem Typ bei den Kopf, über den Kopf ziehen. Okay. Das ist nicht echt. Nee. Eine antike Keksdose. Oh, kennt ihr das, wenn die Omas immer sowas zu Hause rumstehen haben? Am Ende ist nur Nähzeug drin. Furchtbar.
Das ist denn noch ein Brief? Wie? Ich vermisse dich auch. Ich liebe dich so sehr. Wirklich. Ich bin froh, dass dir die Arbeit dort gefällt. Und ich bin selbst sehr beschäftigt zurzeit. Hier geht echt viel vor sich. Viele neue Sachen, die ich nicht kenne. Ich bin froh, dass Charles bei dir ist. Ich habe dir geschrieben, weil ich es nicht ertragen kann, es nicht zu tun. Ich muss mit dir über etwas sprechen. Wahrscheinlich werden wir darüber schon gesprochen haben, wenn du das hier liest. Ich möchte dich nur wissen lassen, dass ich dich sehr liebe. Ich wünschte, du würdest zurück nach Hause kommen. Liebe Elle. Ein bisschen Angst, dass der bald runterkommt. Candy Stripe. Ich meine Lampe schon wieder aus. Okay. Oh, Entschuldigung. Hot Daddy, scharfe Soße. Ja, ich bin auch ein Hot Daddy. Ah, eine Art elektronisches Teil. Ich weiß, wo das hingehört. Magiekarten zum Sammeln. Sorcery, the Assembly Cards. Das ist nicht Magic the Gathering. Was haben wir denn hier? Ich konnte es nicht ertragen, noch länger ohne dich zu sein. Ich musste etwas tun. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und du änderst dich jeden Tag immer mehr. Du verlässt mich. Du lässt mich alleine. Du verlässt mich mit einem Leben, welches noch nicht beendet wurde. Ich fühle mich hilflos. Ich war so lange weg. Wenn du mich anschaust, sehe ich nichts. Ich fühle nichts von dir. Du bist nicht die Frau, die ich geheiratet habe. Warum zur Hölle hast du mir das nicht früher erzählt? Wie konntest du mir das zur Hölle antun? Ich bin hier weit draußen, alleine mit nichts. Du hast mich mit nichts zurückgelassen. Ich mache schon wieder Fehler hier. Es tut mir leid. Ich musste irgendwas tun. Ich weiß, dass du mir dafür niemals verzeihen wirst. Ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht ertragen, mich anzuschauen. Ich habe begraben, was hier von dir übrig geblieben ist, damit ich nie an das Leben erinnert werden muss, das wir nicht haben können. Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Ich habe mein altes Ich für immer bei dir gelassen. Okay, war's das? Oh, warte. Ja. Okay, also ich vermute mal, der hat Stress mit seiner Frau gehabt und hat sie umgebracht. Oder sie ist halt einfach nicht mitgekommen. Im besten Fall. Aber ich meine, er hat's doch... Oh ja. Sehr gut. Fehlt ein Stück immer noch. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Chip rausgenommen. Was ist denn hier? Oh, ich kann ranzoomen. Override Jumper Card. Es ist der SD-Karte. Ja, sowas in der Art zumindest. Schön, schön. Was piep? Nein! Oh, gut. Ich habe es wieder auf weiß bekommen. Ich weiß nicht, ob das was ändert. Aber ja. Schau uns mal den PC an. Locked. Incorrect. Two remaining? Was? Alter, was? Ich habe nur so und so viel Versuche. Nia. Scheiße. Also Nia ist es auch nicht. Sieht aus, als könnte es aufgestemmt werden. Oh, ist schon auf. Was? Was ist hier los? WTF? Oh. What the?
Alter Schwede, was ist hier los? That was different. Ja, irgendwas Seltsames erfahren. Ich habe irgendwas Seltsames erlebt. Okay, wow, was war das gerade? Ich habe immer noch dieses Ei-Ding und ich habe immer noch die Schaufel. Also dieses Ei... Ei-Bla, wie heißt das nochmal? Eyeglass. Was ist denn das hier? Oha. Oh, ich dachte eben, das wären alles Leichen, die hier hinten in Säcken stehen oder sowas. Das wäre ein bisschen übel. Oh Mann. Kommt man bestimmt nicht raus durch dieses kleine Fenster. Okay, es ist echt horrormäßig hier gerade, aber ich find's total geil gerade auch. Was? Ach, da war eine Aktenbox drin, die ich ausgebuddelt habe. Und so ein Krankenbändchen. Davis Linnell. Aha. Abteilung für öffentliche Gesundheit, Sterbeurkunde. Vorname Linnell, Mittelname Binter, Nachname Davis. Ah. Schule einige Hochschulen, Geburtstag 24.08.1966, Alter 31. Ja, also haben wir 1997. Beziehungsstatus verheiratet, Todestag 17.03.1999. Ehepartner Vashon Davis, Ehemann. Aufnahmedatum 26.03.1997. Ort der Beerdigung KSEC 20 Memorial Park. Art der Beerdigung BU. Burial wahrscheinlich, also vergraben, nicht Einäscherung. Unterschrift des Einbalsamierers Raymond Delver. Name des Friedhofs Riverfields Mortuary. Grund des Todes akute myeloische Leukämie. Oha, Leukämie. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf, wie sie heißt. Die heißt Linnell. Binter Davis. Okay. Ich will vielleicht noch den Geburtstag aufschreiben. 24.08.1966. Ja, also seine Frau ist offensichtlich an Leukämie gestorben und das hat er nie verkraftet. So ein bisschen durchgedreht. Kann ja auch nichts mehr machen. Vögel! Kann ich mich nicht hier hinten irgendwo verstecken und... Da bin ich sicher, erstmal so ein bisschen. Weiß ja nicht. Na, wahrscheinlich nicht für lange, weil er kennt sich ja sehr gut aus in seinem Keller. Oh, aber ich habe was anderes gesehen. Ein Weltraumbär! Und noch ein Tagebuch. Bei den ganzen R&D-Teams, die wir haben, ist das Physical Property Security Team wohl das dümmste, das ich kenne. Ich kriege ständig neue Methoden, wie ich etwas absichere, die die Verwaltung uns vorschreibt, nur um ein paar Monate später uns wieder ein beschissenes System zu geben, welches wir natürlich dann mit den alten Methoden ersetzen müssen. Mit dem alten, ja genau, mit den alten Methoden ersetzen müssen. Steht halt da, ne? Ich weiß, wir sollen keine Sicherheitsmethoden aufschreiben, aber ich werde die Dinge hier einfach behalten. Wenn wir ständig unsere Sicherheitsmaßnahmen ändern müssen, wie soll ich da weitermachen? Ich habe Besseres zu tun, als jeden Monat einen neuen Sicherheitskurs zu belegen. Ist ja nicht so, als würde hier sowieso jemals einer herkommen. Okay. Oh. Oh. Das könnte wichtig sein. Warte mal, was? Port? Aha. Diese Sicherheitstafel für Sicherheitsschlüssel ist einfach der letzte Scheiß. Wie soll ich mir das einfach merken? Das sind buchstäblich 20 Knöpfe auf einer Tafel. Ich werde es einfach zu dem anderen Müll schmeißen, den die produzieren. Oh, warte mal, das schreibe ich mal auf. D, A, B, D. 3, 1, 5, 2, 4. Ja. Das ist der Button Grid. Es gibt 5 mal 4 Knöpfe. 5 mal 4. Nehmen wir schnell mal die Linien. So, und dann muss man wahrscheinlich nur die Punkte befolgen und hat dann den Code, der eingegeben werden muss. Also wenn ich jetzt eine Karte habe oder irgendwelche... Ja, vielleicht ist es hier dann mit einem X gekennzeichnet oder sowas. Interessant. Geht's noch weiter? Nee. Okay. Was? Records. Oh, da ist noch so ein Teil, noch so eine Rakete oder was?
Goldene Spitze, muss ich mir vielleicht die Farben sogar merken? Ich weiß es nicht. Eine kleine Rakete aus Plastiksteinen, Sharon. Mal mir das mal auf.